Mikey, vielen Dank, dass du bei unseren drei Fragen mitmachst. Ist es Zufall oder hast du von langer Hand geplant, dass du Rennfahrer werden möchtest? Ja, ich würde es nicht Zufall, also es war indirekter Zufall. Ich war auf dem Kindergeburtstag 2009, da waren wir Kartfahren und ja, dann hat sich quasi alles so ergeben. Also es war jetzt nicht komplett Zufall, aber ich würde sagen Schicksal. Tja, krass. Wenn du so auf deine Motorsportkarriere zurückblickst, was war so das Schönste für dich daran? Ich glaube, das Schönste am Motorsport ist, mit dem gesamten Team, mit seinen Fahrerkollegen Erfolge zu feiern, viele verschiedene Leute kennenzulernen. Man wird quasi wie eine zweite Familie und ich denke mal, das waren schon so die Sachen, die den Motorsport ausmachen. Und was meinst du, kann jeder Motorsportler werden, also zum Beispiel auch ich? Ja, können auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob man sich dann das Talent dazu hat, den Willen und auch auf die ganzen Sachen, auf die man verzichten muss. Okay, danke, das war's schon. Ja.